Mich treibt das ganz einfach an, großen, trägen Apparaten in den Hintern zu treten, zu sagen, so, das funktioniert so nicht. Wir sind die Agora Köln. Also unser Hauptprojekt ist der Tag des guten Lebens. Einmal im Jahr ein Kölner Stadtteil, oder wie man in Köln sagt, Veedel, komplett für den Straßenverkehr geschlossen. Und das bedeutet für die Nachbarn ganz ungeahnte Freiräume und Möglichkeiten für Begegnungen und Aktionen. Engagierte Nachbarn bereiten dieses Fest monatelang vorher vor. Und wir sagen, so geht gutes Leben. Das erste Mal, dass ich den Preis gewonnen habe, muss ich sagen, es motiviert ungemein weiterzumachen. Also dafür ist er dann schon natürlich verdammt wertvoll. Der Preis hat uns gezeigt, dass das Engagement, was wir einbringen, gesehen wird, anerkannt wird und uns auch nochmal ja, bestätigt hat, dass das, was wir tun, richtig ist und dass wir da dranbleiben wollen. Auf jeden Fall würde ich anderen Initiativen empfehlen, sich zu bewerben, weil der Preis unsere Gruppe gestärkt hat, uns geholfen hat, hier in der Stadt gegenüber Politik und Verwaltung Anerkennung zu bekommen und das Preisgeld uns natürlich auch unterstützt in unserer weiteren Arbeit. Das ist genau das Richtige, um das Volk zu motivieren, für sich was zu tun. Toller Preis.